Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir Kolonie May geholfen, einen Adjutanten zu finden. Schrägstrich haben wir nicht, weil Talo das komplett verkackt hat. ja. Er hätte sich wirklich nur auf diese Sticker vielleicht fixieren sollen. Das wäre gut gewesen. Aber ja. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Da oben gammelt nur eine Person. Wir suchen auf jeden Fall jetzt ein paar Info-Dinger hier zusammen, ne? Darunter Treibgut. Da braucht ja irgendwer offenbar Hilfe. Das hast du schlecht geregelt. Du hättest dich nur auf die Aufkleber fixieren sollen, Junge. Dann wäre dein Plan sogar aufgegangen. So, da unten ist wahrscheinlich das Treibgut. Na, guck mal, da leuchtet so viel aneinandergereiht. Treibgut. I love the sea. I love the sea. Okay, einfach nur alles auflesen. Der sagt nicht mal irgendwas Spezielles. So, die Infos haben wir zusammengesammelt. Können wir ja hier direkt lesen. So. We could do with some food. Erstmal das, was keine Nebenquest auslöst. You come round for a second? Wer ist nicht Mimi, wie Zelda sie schon nennt? Enthält sich. Gutes Gespräch, sehr gutes Gespräch. Let's lay out the facts. Hmm.
Ach, sei doch nicht schüchtern. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. So. Palm Palm. Klingt auch schon nach einem Spitznamen von dem Trupp hier. Im Übrigen, ich habe mir nach der letzten Aufnahme hier mal Tyon zum Schwertkämpfer umgeändert, weil war mit dem Kriegsheiler durch. Dass ihr da Bescheid wisst. Ich wechsle jetzt den Helden übrigens auf Monika. Wir wollen ja von ihr und Gondor ja auch noch die Fähigkeiten sehen. Jetzt darf ich aber erstmal Ewigkeiten fahren. What kind of place is this? Zwei Bäume. Der Name klingt nicht einladend. Jeder hat seine Dinge, die er bevorzugt, ne? Good to add more names. Dann helfen wir mal dem Nopon. Aber erst gönne ich mir die Container hier. What's inside? Und tschüss. Wahre Abenteurer. Der Verrückte ist davon gesprintet. Oh, ich darf mal wieder Liedchen trillern. Leave it to me. Guys, get ready to fight. Rare dude right here. Ach Mann, ich will hier Liedchen trillern. So, ist tot. I'm the girl with the gall. Friedlicher Vogel, ganz friedlicher Vogel, du willst mir nichts. Ich finde es interessant, dass die Schlangen nicht aggressiv sind.
up this way. Ich habe ein mieses Gefühl. Fällt doch in den Sand rein. Ist er schon. Schub weg. Das sind Veronis, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und ein Veronis-Wrack. Wofür ich wahrscheinlich alles hier erschlagen darf, was rumsteht. Um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gelandet? Erstmal kleine Spinnen fertig machen. Danach können wir uns um große Spinnen kümmern. Okay, die eine Spinne liegt. Ich denke mal, ich muss die Spinne sogar fertig machen. Jetzt macht auf jeden Fall der Name der Insel ein bisschen mehr Sinn. Treibsandinsel. Okay, den stärkeren Gegner bezwungen. Wie die herrschende Blume einmal im Einsatz sehen. Kann ja währenddessen die große Spinne einmal produzieren. Komm, guck mich an. Hat Absicht. Okay, die herrschende Blume ist bereit, die nutze ich aber bei der großen Spinne. So, herrschende Blume. Okay. Ist eine coole Technik. So, und jetzt einmal Angriffskette mit Monika. Bei Monika hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Guck mal, da haben wir auch direkt die Fähigkeit. Belohnungsattacke. Ein zusätzlicher Charakter wird reaktiviert. 25%ige Chance auf einen mehr. Okay. Schließt der Held das Kommando ab, erhält der Charakter mit den meisten TP, 15 TP und wird reaktiviert. Das ist auch sehr nice. Also, Monika muss auf jeden Fall abschließen. So, sie selber lässt zu, dass eine reaktiviert wird und sie macht zusätzlich mit ihrem Helmbonus, dass eine reaktiviert wird. Also sie ist gut für lange Ketten. Rückprall, hohe Wut, Schmettern. Sie hat eine richtig gute Breitseite gegeben.
Alter, direkt auf 71 hoch. Jetzt die Schockwelle. Okay, das ist einfach nur einmal draufkloppen. Wie gesagt, die ist richtig gut. So, und der Impuls. Alter. Gewöhnt euch nicht dran, dass ich die Ketten ganz zeige. Ich wollte nur die Techniken alle mal sehen. Von der. Alter. 121. 145 einfach. Die boostet sich ja richtig stark hoch. Monika ist richtig strong in der Angriffskette. Da kannst du die ja gar nicht mehr verkacken. Ich meine, die macht Solo das Ding voll. Okay, dann wechsle ich mal auf Noah wieder, ne? Lucky Seven. Wir haben ja schon gesehen, wie gut das Schwert ist. Kritische KMP sofort tot. Die Spinne zählt noch nicht als kritisch. Und Schmetter. Ach man, ich wollte den letzten Hieb noch setzen. Okay, ungenietet. Wo ist unser Nopon? Ach, ich wechsle jetzt übrigens auf Gondo, weil wir wollen ja auch noch von ihr die hellen Aktionen sehen. Aber Monika ist richtig gut in der Kette. Vor allem mit der Riesenspinne. Was genau ist so wichtig, dass er in der Nopal sich fast umbringt dafür? Den haben wir gesehen. Ich hatte den Reisepunkt aber, glaube ich, nicht, oder? Weil ich bin nicht zu dem Ding hingelaufen. Ah, doch. Nee. Den Reisepunkt, den ich hier habe, ist nur das Vieh. Komme ich hier irgendwo wieder hoch? That container. Da ist eine Höhle. Einfach mal gucken, wo man rauskommt. Die Spinnen ignorieren wir mal kurz.
Ich glaube, ich muss ein ganzes Stück latschen. Ja, wir sehen uns einfach, wenn ich dort bin und die ganzen Viecher vor allen Dingen geklatscht habe. So, Leute, ich habe jetzt den letzten hier verprügelt. Jetzt können wir das Ding anschmeißen. Das Teil hier hat jetzt erstmal Vorrang. Ich hoffe, ich habe das Äther. Ja, diese kennen wir schon. Mir fehlen drei. Mir fehlen drei verdammte Äther. Werden wir irgendwo in der Nähe auftreiben können. Das stimmt. In deiner Erinnerung. Wir müssen ihn hinbringen. Jo. Aber erstmal suche ich hier drei Äther noch zusammen, dass ich das Ding aktivieren kann. Vorher kann ich auch diese Kisten nicht öffnen. Ich habe nicht halt zufällig hier schon was in der Nähe entdeckt. Aneta jedenfalls nichts. Wir können uns ja eben kurz hier einmal umschauen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden ein bisschen was. Einen neuen Freund.
Oh. Er macht Karten. Immer positiv bleiben, das ist das Wichtigste. Nichts ist bedeutungslos. Für dich hat es einen Sinn. Er gibt sich ja trotzdem Mühe, der kleine Nupon, ne? Der sitzt hier auch noch. Und macht seinen Job weiter. Ich sehe, dass einige Relationen sich verändert haben. Mit den Nupons verstehe ich mich super. Ich kann ja eben kurz gucken, ob hier noch irgendeine Info ist. Ob irgendwer was für mich hat. Okay, ich habe niemanden gefunden, der jetzt speziell reden will, aber wir können uns ja mit Fiona unterhalten. Ja gut, ne? Hier in dem Gebiet haben wir jetzt sonst weiter eigentlich nichts zu tun. Was wir tun könnten, ist noch den zweiten Teil von dieser Nebelquest finden. Das Feronis-Volk, das muss ich natürlich aktivieren, aber ganz ehrlich, ich suche einfach Oskrim mit das Äther zusammen und aktiviere das Ding dann. Ich meine, es ist sowieso nicht sonderlich interessant, wie ich das Ding anschmeiß. Ja, Leute. Hier endet dann jetzt der heutige Part. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Vielleicht auch einen Kommentar. Würde ich eure Meinung hier auch mal ein bisschen höre. Und ja. Ich sag dann jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.